Hallo, da bin ich wieder. Nachdem ich nun meinen tollen Cocktail genossen habe an der Cocktailbar des IC Santai Hotels, begebe ich mich nun mal zum Mitternachtssnack. Das hat man ja nicht überall, ja? Ich würde jetzt vorschlagen, dass ich eine kleine Führung mal mache durch das Hauptrestaurant, wo man Frühstück einnimmt, Mittagessen, Abendessen und jetzt eben den Mitternachtssnack. Also für Kinder wird hier sehr, sehr viel Wert gelegt. Man sieht, wir haben auch genug Platz, können gemeinsam spielen und so weiter mit Blick zum Pool. Ansonsten. Ist das Hauptrestaurant doch wirklich sehr gemütlich, top gepflegt, ausgestattet und eingerichtet. Ich werde mir nun mal einen Platz suchen. Direkt an den Anfang, muss ich nicht so lange laufen, für das nette, leckere Essen zu erreichen. Und das möchte ich doch jetzt gerne mal vorstellen. Hier kann man verschiedene Getränke zu sich nehmen, Kaffee, Tee, heißes Wasser. Das ist auch immer zum Frühstück gedeckt. Natürlich noch wesentlich ausführlicher mit verschiedenen Arten von Brötchen und so weiter und so fort. Toastbrot, verschiedene Backwaren. Sieht man nicht. Die sieht man nur zum Frühstück. Und jetzt weiter zum Mitternachtsessen. Man kann Salate zu sich nehmen. Hier kann man Salate und Zutaten dafür zu sich nehmen. Und hier sind nun die verschiedenen Gerichte, die ich nicht alle einzeln aufmachen möchte. Florentiner Hühnchen. Dazu gibt es Reis. Es gibt weiter mit Rindfleisch, Champignon-Kebab. Schmeckt ausgesprochen lecker. Habe ich schon die letzten Tage probiert. Sushi mit Olivenöl. Na gut, dann mache ich es auch noch auf. Kartoffelmosaka. Sieht doch auch interessant aus. Dieses Buffet ist grundsätzlich mittags und abends auch voll mit Gerichten. Dies sind verschiedene Gewürze für den Feinschmecker. Auch dieses Buffet ist grundsätzlich Mittag und Abend voll. Aber Mitternacht nicht. Hier ebenfalls nochmal eine Buffet-Reihe, die auch dann zu Mittag und Abendessen geboten wird.
möchte ich mal ganz hübsch interessante Sachen, die man auch auf der Terrasse oder im Garten benutzen kann, präsentieren. Die ist auch etwas sehr Hübsches hier. Interessant. Ja, das Hauptrestaurant bzw. der Speisesaal geht natürlich noch weiter. Wie man hier sieht, ist leider jetzt nicht beleuchtet. Ja, dies ist die weitreichende Außenterrasse, weil manche Menschen möchten ja nun auch draußen sitzen und ihre Speisen genießen. Hier darf ich auf Barbecue hinweisen. Wohl bemerkt ist heute nichts beleuchtet und kein Barbecue-Abend. Doch das werde ich eventuell in den nächsten Tagen dann nochmal erwähnen. Ich zurück zu meinem Tisch, den ich mir ausgesucht habe. Ja, das fand ich sehr schön. Ich werde euch nun mal präsentieren, was ich mir so aussuche, ja? Zum Essen. Dann man nehme sich einen Teller. Dann geht's weiter. Desserts, kleine Kuchenstücke kommen zum Schluss. Also, Truthahn-Suppe. Nein, mache ich nochmal zu. Aber Florentiner Hühnchen, da nehme ich mir doch ein kleines Stückchen. Und da es ja Mitternacht ist, reicht eine Kleinigkeit. Dazu etwas Reis. Rindfleisch Champignon Kebab. Das ist ganz besonders lecker. Ich auch mal ein Stückchen probieren. Kartoffelmosaika. Na, die sehen ja sehr lecker aus. So. Nicht zu viel, denn wenn ich das hier jeden Tag mache, dann habe ich am Ende des Urlaubs natürlich auch wieder 2-3 Kilo zugenommen. Reicht erstmal. Und nun werde ich zu meinem Sitzplatz gehen. Dies ist mein Essen. Und mein Hotel habe ich neben mir. Also kann ich durch jetzt Mitternacht genießen.
immer sehr, sehr lecker. Ich muss schon sagen, die Chefkochs hier lassen sich wirklich sehr besondere Speisen einfallen. Gute Nacht.